Die Türkei reformierte das Gesundheitssystem, und 2013 bestätigte die WHO ein flächendeckendes funktionierendes kostenloses Gesundheitssystem. Das Projekt Gesundheit 2020 hat die Türkei erfüllt. Selbst die Tatsache, dass Rauchen die Gesundheit gefährdet, hatte das Tabakproduktionsland Türkei erkannt und 2004 als erster Staat Rauchverbote in öffentlichen Einrichtungen eingeführt. Gesundheit ist in der Türkei für alle Bürger kostenlos. Nicht nur Sprechstunden, sondern auch operative Eingriffe und Medikamente. Auch Krebsmedikamente werden in der Türkei ohne Gebühren verschrieben. Ganz Europa kämpft heute mit hohen Kosten, wenn es um die Gesundheit geht. Der Bürger muss immer mehr aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Ganz anders in der Türkei. Bis heute ist die Türkei eines jener Länder, welches die niedrigsten Gesundheitskosten pro Kopf aufweist. Die niedrigen Kosten schafft die Türkei mit einer speziellen Strategie. Die Türkei benötigt weniger Ärzte im System als europäische Länder. Dafür haben türkische Arztgehilfen und Krankenschwestern mehr Kompetenzen als jene in Europa. Erste Kontaktpersonen für Patienten an Notfallannahmestellen und Praxen ist ein geschultes nichtärztliches Personal. Diese Fachkräfte beurteilen und behandeln alle Bagatellen wie Grippen, Erkältungen, Impfungen, Labortests und kleinere Schnittwunden des Patienten, ohne einen Arzt sehen zu müssen. Der türkische Arzt konzentriert sich dabei auf seine Kernaufgabe, das Operieren und Behandeln von komplexen Krankheiten und Unfällen. Weniger Ärzte, dafür mehr Fachpersonal. Auch investiert die Türkei sehr stark in modernste Medizintechnik und besitzt heute eine überdurchschnittliche medizinische Infrastruktur. Die größten und modernsten Krankenhäuser der Türkei können bis zu 3.700 Patienten gleichzeitig behandeln. Auf 1.000 Einwohner stehen dabei 4,3 Ärzte und Gehilfinnen zur Verfügung. Deshalb ist die Türkei auch für den Gesundheitstourismus sehr beliebt. Es gibt alle Fachrichtungen. Mit dieser Strategie fährt die Türkei mit viel günstigeren Gesundheitskosten als die meisten anderen Länder der Welt, wie auch die OECD bestätigt. Auch in der aktuellen Corona-Pandemie hatten im Januar 2020 die türkischen Spitäler mit 40 pro 100.000 Einwohner mehr Intensivbetten und Beatmungsgeräte bereitstehend als alle anderen europäischen Länder. Die Türkei ging mitten in der Zeit der Covid-19-Pandemie noch weiter und hat an über 130 Länder medizinische Hilfe geleistet. Seitdem es bekannt war, dass dieser Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, wurden in der Türkei die ersten Maßnahmen zugunsten der Bürger eingeleitet. Damit wurden in der Türkei das von der WHO geforderte Menschenrecht in Sache Gesundheit voll und umfänglich erfüllt.